auf geht's. Fünfter Satz. Weiter geht's. Verloren. Ich bin so ein konditionelles Warten, ja. Fünfter Satz, knapp verloren. Trotzdem ein guter Einstand, wie ich finde, von Patrick im Team in der zweiten Hand gegen einen der besten Spieler in der Landesliga. Hoffen wir, dass er diese Form noch ausbauen kann und dann bin ich mir sicher, werden die Erfolge auch kommen.
fünfter Satz, auch im zweiten Spiel des Roten Tag heute. Moritz liegt 0-2 hinten. Ein Spiel voller Power, wie es zu erwarten ist, mit Gerrit und Mia. Da kommt das Spiel-Timeout des Spielers. Wollen wir sehen, ob es danach besser ist. Weiter geht's nach dem Timeout. Rein in die entscheidende Phase. Fünfter Satz. Seitenwechsel. So bekommen wir Moritz als Spielstarter und einen, der auch solche Dinge noch umdrehen kann. Kluges Timeout von Laxton, gerade bei Moritz in einer guten Phase. Mal sehen, ob er sie halten kann. Timeout Ende, weiter geht's. Auf geht's, Moritz, das wäre ein richtig wichtiges Ziel. Thank you.
Tisch gerade Alex Hilfer, 8 zu 10 bei 1 zu 2, Satzrückstand. Moritz Matchball. Erster abgewehrt. Alex auch zwei Matchbälle gegen sich, hatte gerade einen ganz ungünstigen Kantenball gegen sich. Auch abgewehrt. Moritz. Inzwischen also eine 3-2 Führung des Gastgebers. Und auch Alex verliert unglücklich 2-4 aus guter Sicht. Unser Debütant Patrick Gärten liegt 1-0 Sätze hinten und jetzt steht es 12-12 im zweiten Satz. Auch wenn Marco diesen Punkt gerade verloren hat, ausnahmsweise mal ein Match, was bisher gut für den TV-Rude läuft. Marco wird jetzt 6-6 im dritten Satz. Die ersten beiden konnten Marco jeweils für sich entscheiden. Knapp ging es zu, aber am Satzende hatte Marco immer das bessere Ende auf seiner Seite. Marco, weil das C-Gerät hier nicht im Winkel der Kamera ist, soll ich das zwischendurch mal an. Nach diesem nötigen Rückhandfehler 8-8. Sensationeller Ballwechsel.
Überraschung, er hat den Netzball für Marco 10:9 aus seiner Sicht. Respekt, Marco, das war eine klasse Leistung, insbesondere weil wir auch viele Bedenken hatten, nachdem Marco in der letzten Woche eine Alpentour mit dem Mountainbike absolviert hat. Der Marco kennt, weiß, dass er bei sowas an die körperlichen Grenzen geht. Umso besser, dass er es heute geschafft hat und den ersten Sieg für Hude im Einzel erreichen konnte. Am Nachbartisch. Ist Patrick Gärten noch am Start? 1:1 in Sätzen. Hoffentlich hat Marco den Knoten gelöst und jetzt könnten ein paar weitere Einzelerfolge für uns laufen. Gut, Patrick! 6:2 für Patrick. Wollen wir mal die Perspektive wechseln. Thank you.
erneut nervenstark, baut Patrick auch diesen Satz aus, beziehungsweise er erarbeitet sich die Führung jetzt 2-1 in Sätzen. Vierter Satz bei Patrick jetzt. 2-1 seine aktuelle Führung. 2-2 nach diesem verschlagenen Vorhandball. Unser Neuzugang gucken wir uns mal ganz genau an. Ein spektakulären Linkshänderspiel. Wenig Zeit hat später heute noch. In einigen Situationen traut es sich nicht richtig durchzuziehen. Beim Debüt vielleicht zu verzeihen. Im Moment läuft es ja noch ergebnistechnisch noch ganz gut. Fünfter Satz bei Patrick nehmen. Leider hat er sich gerade den Schneid abkaufen lassen und den vierten doch recht stark abgegeben. Eine zu hohe Fehlerquote, die sich hier noch fortsetzt. Drücken wir die Daumen, dass er hier noch in den Griff kriegt und dann am Ende wieder die Nerven hat.
Tor! Ja! Alles drin jetzt, come on! Komm mit, Dennis, komm! Weiter geht's nach dem Lachs in der Timeout in der Endphase des 5. Lachses. Ich denke, auch den letzten Glücksball hat sich Patrick sicherlich redlich verdient. Eine super Leistung, gerade von den Nerven her. Alle knappen Sätze gewonnen. Und wer sich über die Geräuschkulisse schon gewundert hat, am Nebentisch ging es jetzt halt auch spektakulär. Herr Tobi hat teilweise riesen Rückstände aufgeholt. Führt jetzt 2:0 in Sätzen und 9:7 im Dritten. Komm mit, du rein noch. Thank you.
von Pepe Castiglione frenetisch gefeiert. Schon wird der Live-Ticker bedient. Pepe gibt die Spielergebnisse direkt ins Gästebuch des TV Hude ein. Der Edelfan, kaum im TV Hude, schon unverzichtbar. Ja, es ist gekommen, wie erhofft. Die Positionen 4 bis 6 konnten dann die ersten drei Einzelsiege für den TV Hude einbringen, sodass es jetzt insgesamt auch eine Führung für Hude gibt. 1 zu 2 nach den Doppeln, dann die ersten drei Einzel verloren und 2 zu 4 hinten gelegen, jetzt 5 zu 4 Führung. Es kommt als nächstes zum Spitzeneinzel, Moritz Tschörtner gegen Marius Farel. Die beiden spielen sich schon ein. Wir machen nur eine kurze Unterbrechung und zeigen dann das Spiel.